viele Menschen verunsichert sind, ob der Tatsache, dass unklar ist, was mit ihren Testergebnissen passiert ist. Verunsichert sind. Wir auch klar machen, wir wollen den Asyltourismus in Europa beenden. Ja, mir fiel jetzt bloß noch der Schluss ein vom Monaco, Franze. Du Spatzel, ich glaube, jetzt schmier ich ihm eine. Also manchmal kommt was bei dem so vor. Viele Menschen sind verunsichert. Ja, woran liegt denn das, Herr Söder? Ludwig, woran liegt's denn? Vielleicht an deiner Art, Sabbel Söder. Vielleicht an deiner Art, du verunsicherst doch die Menschen. Alle 4 Minuten stirbt in Deutschland ein Mensch an Corona, in Bayern sind es alle 20 Minuten und so weiter. Das ist natürlich keine Verunsicherung. Und man sieht auch, wie wandelbar er ist, vom Saulus zum Paulus. Ne? Asyltourismus, ist das derselbe? Manchmal hat man den Eindruck, das ist nicht derselbe. Er ist schon ein wandelbarer Mensch. Aber meine lieben Zuhörer, was mich besonders erstaunt, ist heute die Überschrift der Nürnberger Zeitung. Söder verliert langsam die Geduld mit dem Volk. Der dreht irgendwo total nach oben ab. Und hier muss ich die Basis der CSU ansprechen. Das ist doch nicht mehr der Söder, den wir hatten. Wir verlieren doch, Söder ist doch nicht mehr der Konservative, ist doch nicht mehr der Liberal-Konservative. Der dreht doch total ab. Meine Damen und Herren, Söder verliert langsam die Geduld mit dem Volk. Söder, Alter, die Geduld mit dir, muss ich da ganz ehrlich sagen, solche Leute. Und hier muss man ganz ehrlich sagen, die Basis der CSU, der verkauft euch doch. Das ist doch nicht mehr die CSU, die es mal war. Wenn ich dieses Gesabble höre, viele Menschen verunsichert sind. Jawohl, Asyltourismus, heute so, morgen so, gerade wie es opportun ist. Aber ich will ja Kanzlerkandidat werden. Und wenn ich das werden will, dann muss ich ein bisschen nach Meinungsumfragen gehen. Ob die jetzt stimmen oder nicht, spielt keine Rolle, sondern ich muss dem Volk ein bisschen nach dem Maul reden, beziehungsweise ich forme mir das Volk und wenn die dann nicht horchen, dann verliere ich langsam die Geduld. Bitte teilt dieses Video, abonniert unseren Kanal. Aber wie gesagt, Herr Söder, in meinen Augen Sabbel Söder, verdient besondere Aufmerksamkeit. Weil Herr Söder verliert langsam die Geduld mit seinem Volk. Ist ja ein Wahnsinn. Der wird von uns ernährt und verliert die Geduld. Der soll froh sein, dass er noch irgendwo im Maximilianeum, dass er nur irgendwo sitzen kann, dass wir den Käse hier mitmachen mit ihm. Teilt dieses Video, abonniert unseren Kanal. Freut mich, wenn ihr uns treu bleibt.